Willkommen zu unserer öffentlichen Infothek im BITS. Du suchst deinen Wunschberuf. Wir bieten dir alle Infos zu Beruf und Ausbildung. Was ist die Infothek? Also die Infothek ist ein Bereich im BITS, wo es Bücher und Prospekte hat, wo man auslehnen kann oder anschauen kann. Und es ist halt sinnvoll, wenn man nicht weiter weiss, wenn man Informationen braucht, kann man dort hingehen. Man kann fragen und das anschauen. Ja, dort kann man Sachen auslehnen und heimnehmen und lesen und anschauen. Und es ist der Raum, wo Berufsberaterinnen sind und uns dann helfen mit den ganzen Ordnern und verschiedenen Berufen. Auch für Erwachsene, auch für Studenten, für Gymnasiastudenten, für Jugendliche, die noch nicht wissen, was sie machen wollen, können sie jederzeit Infothek gehen. Dann weiss man bestimmt am Schluss, was man heute werden will. Es ist ein bisschen wie eine Bibliothek irgendwie. Ähnlich. Was kann man dort machen? Man kann zum Beispiel auch am Computer Sachen nachschauen oder auch zum Beispiel für den Multicheck üben. Man kann auch Fragen stellen, also sie sind immer da. Man kann, glaube ich, kleine Filme schauen. Und man kann da mit der Mentorin ankommen und da Bewerbungen schreiben zusammen. Wie hat dir die Infothek bezüglich Berufswahl genützt? Also mir hat es sehr viel gebracht, weil ich dann einfach wirklich mich austoben und vor allem ein paar Blätter nehmen. Also nicht vor allem, einfach das, was mich halt interessiert hat. Und dann konnte ich sie einmal mal in Ruhe anschauen, so, das interessiert mich und nein. Warum hast du das mitgenommen? Interessiert mich eigentlich nicht. Es hat mir einfach gezeigt, dass es viele Berufe hat und das hat es mir auch ein bisschen schwer gemacht, weil es war ein riesiger Auswahl. Aber ich habe dann schon gewusst, so ein bisschen, in welche Richtung ich dann doch gehen will. Sie hat mir sehr geholfen, weil ich sehr wenig gewusst habe über meinen Beruf, also den, den ich jetzt eigentlich machen möchte. Bei mir jetzt nicht sehr viel, weil mir ist eigentlich schon recht klar gewesen, dass ich eben diesen Beruf machen will, aber mir hat es dann einfach noch diese Sicherheit gegeben, dass es doch der Beruf ist. Und ich habe einfach alles durchgelesen und ich habe ziemlich viele Fragen gestellt an die Berufsberaterin und das hat mir mega viel geholfen. Warum soll jemand in eine Infothek gehen? Da ist immer jemand da, der einem einfach hilft und der ist auch zuständig für das. Es soll jemand in die Infothek gehen, wenn er wie ich zu faul ist, um im Internet irgendetwas zu suchen oder wenn er einfach eine kleine Information braucht. Und nicht vom Lehrer oder im Internet oder von den Eltern beantwortet werden. Und es hat sehr viele Bücher und Prospekte, wo man immer eine schlaue Antwort finden kann. Und fragen, also die Person fragen, die gerade rum ist, können sie mir nicht schnell Auskunft geben über das und das? Und sie machen das sehr gerne und auch sehr gut. Leute haben zum Beispiel schon mal Vorstellungen gehabt wegen dem Beruf, was sie machen wollen. Und im Infothek können sie mehr Informationen holen daraus. Und sie können auch nebenbei auch andere Berufe kennenlernen. Ich finde, es gibt einfach nur mal eine Sicherheit. Ja, das schadet niemandem. Nutzt du die Infothek weiterhin? Nach der Lehre ist das Leben noch nicht fertig. Also es geht weiter mit dem Beruf. Und also auf jeden Fall wird es mir dann helfen, was ich nach der Lehre machen werde. Jetzt im Moment brauche ich sie gar nicht. Wahrscheinlich nach der Lehrstelle, wenn ich meine Weiterbildungsmöglichkeiten sehe. Wenn ich eine weiterführende Schule machen will, zum Beispiel Studium, dann kann man wieder hinkommen und sich das genau anschauen oder sich auch wieder beraten lassen. Ja, ich würde es für das weiterhin nutzen. Komm ins BITS. Nutze unsere Angebote. Hast du Fragen? Dann schau vorbei auf www.berufsberatung.zh.ch.